Mesdames et Messieurs, aujourd'hui je vais présenter Monsieur Lumière. Das war Französisch und ich höre nun auf, so zu sprechen, denn es liegt komisch. Und zum Ende hin klang es auch gar nicht mehr der französische Akzent. Ist ja auch egal, denn es geht nun um die Schöne und das Biest und dabei ganz speziell um Monsieur Lumière. Den haben wir hier nämlich als richtigen Kerzenständer, allerdings nicht mit Wachs und Feuer, damit ihr euch nicht die Bude abfackelt, sondern mit Batterien betrieben und auch nicht mit Magie. Batterien betrieben mit drei AAA-Batterien, die nicht in der Lieferung enthalten sind, das heißt, die müsst ihr für den Zauber nachher zu besorgen. Und dann könnt ihr einfach einen geheimen Schalter am Sockel umlegen und er leuchtet. Das hat natürlich einige Vorteile, wie schon erwähnt, ihr fackelt euch nicht die Bude ab. Und der andere Vorteil wäre auch, dass die Kerzenstümpfe nicht zur Neige gehen. Wobei ich ja zugeben muss, es mich schon so ein bisschen wundert, natürlich war natürlich das Design für den Film, dass die Arme, so die Hände so ein bisschen kürzer werden, aber wenn denn die Hände dahin geschmolzen sind, mache ich mir um Lumières Kopf vielleicht ein bisschen Gedanken, weil in der Regel ist ja so die Kerzenstümpfe immer gleich hoch oder man hat, damit es optisch schöner aussieht, so die äußeren abgehackt, damit dann der mittlere emporsticht. Lumière ist hier bei uns 28 cm hoch und 18 cm breit und er bringt auch einiges an Gewicht mit, sodass es wie so ein echter Kerzenständer anfühlt. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen, diese Theorien zum Film. Und zwar, ich hatte ja schon mit meinem Französisch dieses Video begonnen. Warum spricht Monsieur Lumière als einer der wenigen Französisch, beziehungsweise mit französischem Akzent? Ich meine, die Schöne und das Biest spielt ja nun in Frankreich. Aber es scheint geradezu, als sei dieser Film aus einer amerikanischen Produktion entstanden, wo die meisten Sprecher Amerikaner oder dann auch Briten waren. Aber eigentlich, naja, also Herr von Unruh, Bell, das Biest, beziehungsweise Prinz Adam, die haben alle Englisch gesprochen, also beziehungsweise akzentfreies Englisch. Woran mag das liegen? Es ist wahrscheinlich historisch nicht ganz korrekt, dass an einem Adelshof in Frankreich zur damaligen Zeit Englisch die vorherrschende Sprache war, beziehungsweise dass der Hof größtenteils aus englischsprachigen Leuten bestand. Eigentlich war es ja eher umgedreht, dass gerade zu der Zeit in ganz Europa ja eher so Französisch als die Adelssprache galt und deswegen sehr weit verbreitet war, vor allem an den Adelshöfen. Das ist eine Sache, über die wir mal nachdenken könnten. Und während wir nachdenken und historischen Büchern schmökern, können wir die uns erleuchten bei Kerzenschein, ohne dass wir Gefahr laufen, dass irgendwas in Flammen aufgeht. Oder dass man Kerzen nachkaufen müsste. Oder dass Herr Lumière sein Gesicht verliert. Ich meine ja, dass es gar nicht mal so von Unvorteil gewesen wäre, wenn man den Zauber der Rose einfach anders gebrochen hätte. Es gibt da so einen schönen Comic, da zerschmettert Belle einfach die Rose, sagt zu Adam, du bist ein geiles Biest, du bleibst gefälligst so. Und hier deine ganze Dienerschaft ist unsterbliches Mobiliar. Wir lassen das einfach so. Und ja, ganz im Ernst, hätte ich auch gedacht. Zumindest in der Zeichentrickfassung, in der Realverfilmung, zumindest in der Disney-Realverfilmung, es gibt ja mehrere Verfilmungen von Die Schöne und das Biest, haben sie ja den Fluch dahingehend erweitert, dass sie gesagt haben, wenn das letzte Blatt der Rose gefallen ist, werden alle Diener komplett zu Möbeln oder zu Deko, zu Nippes und sind dann quasi tot und auch Prinz Adam wäre gestorben. Das wäre in der Hinsicht schon ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Aber jetzt verratet uns doch mal, was denkt ihr denn, was ihr cooler gefunden hättet, wenn sie alle wieder zu Menschen geworden wären, was sie auch sind, oder wenn sie Mobiliar geblieben wären, was sie nicht mehr waren. Also ich spreche mich für die Version aus, wo Biest noch Biest ist und Herr Lumière ein Kerzenständer bleiben würde.